Hallo zusammen, hier ist wieder euer Akne 97 mit Let's Play Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir wieder die Kontrolle über Snow übernommen und sollen jetzt ein neues Fahrzeug gewinnen und diese Schatztruhe öffnen, die ich schon im letzten Part unbedingt haben wollte. Haben, muss, gierig, Kraftkranz. Oh, falsche Taste. Und zwar, der Kraftkranz ist eine Waffe für unseren lieben Snow. Ich wollte schon was anderes sagen. Oh Gott. Und zwar ist das hier schlicht und ergreifend eine Waffe mit höheren Angriffswert, weniger Magiewert. Da wir hier aktuell keine Magie nutzen können, greifen wir an. Kloppen wir drauf. Ganz einfach. Daher nutzen wir diese neue Waffe direkt mal. Haha, ein Speicherpunkt. Wie selten. Nutzen wir ihn. Muha, eine Minute und ich habe gespeichert. Also ihr könnt ja gerne, wie es manche Leute bei Fragile Dreams bei mir gemacht haben. Der dreht ab. Wie es manche Leute bei Fragile Dreams bei mir gemacht haben, mal meine Anzahl der Speicherungen zählen. Oh, scheiße. Die Anzahl der Speicherungen bei mir zählen. Und wir sind nur zu zwei mit Snow und Gardot. Die Gegner sollten jetzt stärker sein. Also laut offiziellem Lösungsbuch befinden wir uns an einer Stelle, an der wir die stärksten Formationen, die wir bisher als Gegner bekommen haben, bekommen. Soll heißen, die Gegner sind irgendwie viel zu mächtig für uns und wir werden sterben. Nein. Das heißt, die Gegner sind jetzt etwas stärker als vorher. Als wir es von den letzten Malen kennen. Nutzt er eigentlich auch einen Heiltrank? Ich weiß es nicht. Der ist tot, anscheinend nicht. Benutze ich einen. Juhu! Hallo! Und es heilt ihn fast nichts. Kloppen wir drauf. Ich finde es eh lustig, dass Snow keine Feuerwaffe nutzt. Nö, der verprügelt lieber Gegner, die ihn erschießen. Ah gut, Final Fantasy Logik. Da möchte ich nicht reinfunken, ansonsten werde ich das Weltbild verändern. Man darf in der Vergangenheit nichts verändern. Yeah. Daher muss man das einfach mal so hinnehmen. Stirb jetzt. Danke. Ich will nicht so viele Heiltränke für euch verbrauchen müssen. Und auch geschafft. Reißzahn und Heiltrank. Sehr schön, wir haben das bekommen, was wir verbraucht haben. Kann ja nicht besser sein. So, wo müssen wir... Moment, was ist denn da? Aha, nichts. Okay, lasst nichts übrig. Hier ist bestimmt ein Schatz. Sag ich doch. Das war sehr auffällig. Mach auf die Kiste. 100 Gilder halten. Yay, wir sind reich. Zum zweiten Mal werden wir reich. Und geben nichts davon aus und sind dann wieder arm. Und das sind unsere Gegner. I want every weapon ready to fire. Stay sharp. All right, on my go. Right. Go! Und los geht's. Gleich welche ausgeschaltet. Sind nur noch drei Stück. Sind das... Ja, zwei sind mit Schwertern bewaffnet. Einer hat nur eine Schusswaffe. Ihr frisst eine Handgranate. What the fuck? Boom. So schnell kann es manchmal gehen. Und schon ist man in die Luft geflogen. Und weg mit dir. Der letzte noch, der Pionier. Ja, der stirbt schon durch das Maschinengewehr unseres Kollegen Skado. Dadurch erledigt und wir bekommen nichts. Wunderbar. Nur diese Fahrzeuge hiervon. Haha. Benutzen wir sie mal. That's a sad sound. Where's the soul? Hey, Godot. Yeah? If you don't know who you gotta save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Ready! Go!
ab geht's nach oben. So, ich blätter mal um. Weil ich so langsam denke, dass ich umblättern muss, aber es kommt, glaube ich, noch was. Gucken wir mal. Don't shoot. Snow. Since when do you care about kids? Favor for a friend. Okay. Hey, Snow. You made it. Hey, yo. So, hey. You really managed to use that thing? Nah, I think I'm done. You're done when we are. Ow, what? That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah. All right then. But I... I'll go with you. What? Oh, you have no idea what it was like. Oh. Everyone's safe? the army's no match for Nora! I meant the kids. All accounted for. Okay. Let's keep it that way, all right? I'll swing by the vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. You go skirt chasing, I take care of the kids. Some husband. Dinner's on me. Better be home cooking. When's the wedding, lover boy? Well, don't worry, none of you are invited. We're still going. Hey, you serious? What about me? Catch you later. Da ist jemand angepisst. Man kann sich, glaube ich, denken, warum. Und der Charakterwechsel findet statt. Jetzt steuern wir den jungen Hope. Und speichern erstmal wieder. Ihr habt gerade vielleicht den Frame Drop bemerkt. Ich werde nachgucken, an was es liegt. An was genau. Und wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Und ich bin wieder zurück. Ich habe ein paar Sachen im Hintergrund geschlossen. Jetzt sollte es besser laufen. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Ich speichere mal schnell. Man kann nie wissen. Ja, habe ich. Egal, speichern wir nochmal. Connex-Brücke 103. Und gucken wir, wo es uns hinführt. Was wir als nächstes zu tun haben. Mädel, nicht so schnell. Ich kenne solche Spiele. Ich gehe lieber nach hinten, soweit es geht, und gucke, ob da ein Item ist. Hör auf rumzurennen, Kleiner. Yeah. Wir werden nicht mehr rennen dürfen. Aber hier ist anscheinend nichts. Völlig umsonst zurückgelaufen. Verdammt. Ja, wir sollen Ruhe bewahren. Aber selbst drehen sie voll am Rad. Typisch, typisch. Immer diese Rekruten-Rebellionen. Schrecklich. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was uns jetzt mit dem jungen Hope erwarten wird. I want to tell him. It's just that... Say, you know how to fly this? Yeah, I think so. All right. In you go. That way. Entschuldigt bitte gerade die Störgeräusche, mein Headset sitzt nicht richtig. No, no. Huh? If we go in there, that thing could... It could make us Lassie. Oh. This is... I don't think I can... You can do it. What are you two doing?
Here we go! Uh-oh. Get back here! You hear me? Hey! The pulse fell sea. It held our future and our fate. So, ich habe die Zeit zum Umblättern noch genutzt. Wie gesagt, wenn ein Störgeräusch da war, entschuldigt das bitte. Bisherigen Spielverlauf speichern. Warum habe ich gerade speichern gedrückt? Ich trottel das auch noch zweimal. Sehr schön. Speichercounter plus 12. Machen wir weiter. Ab in den Pulsfassie. Guess it's just us. What did you expect? Even soldiers know not to go near the foul sea. You become a pulseless sea, and you're finished. What do you mean, finished? Haven't you heard, Miss... Vanille. Huh? My name. And yours? Hope. Thank you. What were we thinking? Well, since we're here, let's look around. Ja, mit Hope und Vanille geht's jetzt weiter im Pulsfell Sea, Residium der Unterwelt. Check this out. Hey, Vanille, where are you? Well, that's Mächtiger Hundekrieger. Mit einer super Waffe. Und guckt euch Hopes Waffe an. Es ist ein Boomerang. Muhaha. Ja, wie ihr seht, wir können direkt mit Hope dreimal angreifen. Oder steuern wir Vanille? Ich weiß gerade nicht. Bin mir gar nicht sicher. Wen steuere ich? Ich glaube Vanille. Eins. Eins. Ich muss gleich mal nachgucken. Wen steuere ich? Verdammt. B und W, Leben und Überleben, okay. Es wird ein neuer Shop sein. Okay. Back to exploring. Weiter geht das Abenteuer. Wen steuere ich jetzt? Moment, das will ich wissen. Vanille. Okay. Sie kann direkt dreimal angreifen. Ich möchte mich hier unten noch kurz umgucken. Da haben wir einen berühmten Speicherpunkt. Wir haben ja gar nicht erst gespeichert. Und das Raum. Der Raum ist hier etwas größer. Deswegen werde ich an dieser Stelle mal die Speicherfunktion benutzen. Mal wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir den Pulsfels hier erobern und erforschen werden. Ich bin Arkane97, das ist Let's Play Final Fantasy 13. Bis zum nächsten Mal. Ciao.